Hallo und herzlich willkommen wieder bei Nerdfallmedizin. Mein Name ist Martin und ich sitze hier mit Daniel Marx von Faktor Mensch. Danke Daniel, dass du heute die Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Wir möchten heute über menschliche Faktoren reden, denn das ist ja das, was, nachdem wir die ganze Zeit mit Menschen zu tun haben, haben wir die ganze Zeit mit menschlichen Faktoren zu tun. Daniel, magst du mal ganz kurz sagen, was du so machst und was so deine Beweggründe waren, dich da irgendwie mit dem Thema zu beschäftigen? Also ich bin ja von Haus aus Anästhesist und auch begeisterter Notfallmediziner, wie ihr alle. Und habe einfach in den letzten Jahren, ist jetzt so ein Prozess, der, ich kann schon fast sagen, 10 Jahre zurückliegt, einfach gemerkt, dass wenn Dinge schiefgehen, es eigentlich ganz selten medizinische Gründe hat oder organisatorische, taktische Gründe, sondern ganz häufig so obskure Faktoren im Raume standen, die wir als menschliche Faktoren bezeichnen, fälschlicherweise auch als Soft Skills. Ich finde, diese Skills sind häufig gar nicht so soft, weil sie tatsächlich auch Menschenleben kosten können. Wenn ich aneinander vorbeirede oder wenn ich eine Impulsentscheidung treffe, die eigentlich auf nichts basiert, außer auf einer reinen Affekthandlung und dadurch stirbt ein Mensch, weiß ich nicht, wie soft dieser Faktor ist. Ne? Also das ist schon, sind schon Skills, da geht es um Kommunikation, es geht um Führungsverhalten, es geht um Risikowahrnehmung, um Entscheidungsprozesse. Das ist ein ganz spannendes Thema. Wie treffen wir Entscheidungen? Das ist ein Format, das sich in der Luftfahrt entwickelt hat, schon vor über 30 Jahren. Das nennt sich dort CRM. Wir benutzen das Synonym als TRM, also Team Resource Management, okay, statt Crew Resource Management. Das sind die Dinge, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigen. Super. Also ist ja, glaube ich, ein Riesenfeld, das man da beackern kann. Und du machst da Kurse oder ich glaube, da gibt es auch ein Buch jetzt oder? Genau, also wir haben ein Buch, das sich aus diesen Kursen entwickelt hat. Die Kurse veranstalten wir jetzt schon seit auch ungefähr 7, 8 Jahren. Präklinische Kurse, innerklinische Kurse, wo es um all diese Themen geht. Und natürlich muss man irgendwann zu einem Kurs auch ein Skript haben. Ich wollte jetzt nicht so eine lose Blättersammlung oder den zusammenkopierten Foliensatz, sondern wir haben halt gesagt, da muss irgendwann mal ein zünftiges Skript oder im besten Fall sogar ein Buch her. Und das ist jetzt in der zweiten Auflage dann auch entstanden. Und das ist so ein bisschen die Essenz unserer Arbeit. Also alles, was man, wie war das früher in der Bravo, alles, was man je zum Thema Human Factor wissen wollte und sich nie getraut hat zu fragen, in dem Buch steht's. Aber ohne ganz klar. Ohne Pin-Ups, keine nackten Menschen drin, aber eine Menge brisanter Fakten und viele Dinge, die wir wirklich vielleicht immer so ein bisschen geahnt haben, aber nie wirklich auf dem Schirm hatten. Also welche Bedeutung Wahrnehmung zum Beispiel hat, was ich alles übersehe. Viele wissen zum Beispiel gar nicht, dass wir in etwa 7 Neuinformationen nur für 15 Sekunden abspeichern. Das heißt, das ist die Millersche Zahl. Das heißt, 7 Eindrücke können wir für 15 Sekunden ins Ultrakurzzeitgedächtnis speichern. Danach wird es überschrieben von 9 Informationen, 9 Impulsen. Jetzt muss ich nicht groß antizipieren, um mir vorzustellen, was passiert, wenn ich jetzt in einem Schockraum bin oder bei einer Polytraumaversorgung präklinisch auf einer Autobahn. Ja, da komme ich mit 7 Sinneseindrücken nicht lange hin. Ja? Wie refokussiere ich Wahrnehmung? Wie priorisiere ich? Wie achte ich auf die Dinge, die wirklich wichtig sind? Viele glauben zum Beispiel, dass ihre Wahrnehmung automatisch nach Priorität ausgerichtet ist. Das wäre super, wenn es so wäre. Dann bräuchten wir diesen ganzen ABCDE-Quatsch gar nicht. Ja? Da das aber nicht so ist, unsere Wahrnehmung funktioniert nicht nach Priorität, sondern sie funktioniert völlig willkürlich. Wir haben ganz viele persönliche Filter. Ich achte so auf das, was mir gerade persönlich irgendwie am wichtigsten erscheint. Da gibt es keine Regel. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man eine Struktur vorgibt, die man auch sehr intensiv trainieren muss, damit man tatsächlich auch die Dinge erkennt, um die es gerade am dringlichsten geht. Also treat first, what kills first ist jetzt nicht evolutionsbiologisch vorgegeben, sondern das ist etwas, was wir sehr mühsam erlernen müssen, um in der heutigen Arbeitsumgebung halt auch zu funktionieren. Daniel, da möchte ich die Gelegenheit gleich nutzen, dich als Experten dazu fragen, was mir so in letzter Zeit auch immer wieder passiert ist, sind so Situationen, wo man das Gefühl hat, die geraten so langsam außer Kontrolle. Also gar nicht so was Ultradramatisches, sondern
schon was Stressiges, ein kritischer Patient und es kommen zum Beispiel immer mehr Leute dazu und man merkt, die Situation, die entgleitet einem so langsam. Man verliert so ein bisschen den Überblick, das Team wird immer größer, es wird herumdiskutiert, Sachen werden dreimal oder gar nicht gemacht. Die Situation entgleitet mir. Gibt es da so Tipps, was kann man da machen oder so ein Konzept? Das beschreibt ja so eine ganz typische Situation, die wir in der Akutmedizin gar nicht so selten erleben. Und wir haben das umschrieben als Komplexität und Dynamik. Das sind die beiden Faktoren, die häufig radikal zunehmen. Also das Umfeld wird komplexer, einfach weil mehr Leute kommen. Alarmtöne, an der Unfallstelle habe ich vielleicht auch noch irgendwie technisches Gerät, da ist Schere, Spreizer im Einsatz, es ist laut, es ist unübersichtlich, es kann zum Teil auch dunkel sein, es kann kalt, windig sein. Aber selbst in einem Schockraum, wohl klimatisiert, kann es schnell eng werden. Mhm. Auch das wissen wir. Viele Schockräume sind gar nicht in ihrer Größe ausgerichtet auf diese Masse an Leuten, die da sind. Ganz unabhängig davon, wie diese Leute auch untereinander alle miteinander klarkommen, ne? Ob es da vielleicht irgendwelche Teamkonflikte gibt. Und das zweite ist Dynamik. Das heißt, die Prozesse gewinnen auf einmal unglaublich an Fahrt. Und dann ist es schon eine große Herausforderung, überhaupt zu sehen, die Lage eskaliert. Dafür haben wir eigentlich keine Sensorik. Wir versuchen lange erstmal der Lage hinterher zu rennen. Es gibt dann so eine Übergangsphase in die komplette Überforderung, die wir als Kontroll- oder Kompetenzillusion bezeichnen. Das heißt, wir suggerieren uns selber, dass wir immer noch Herr der Lage sind, aber eigentlich sind die Fälle schon längst davon eigentlich geschwommen. Ist alles... Wir wissen es nur noch nicht. Ja? Da gibt es zum Teil externe Leute, das kann man im Debriefing von solchen Situationen immer herausarbeiten, die durchaus das Gefühl haben, dass alles komplett eskaliert, aber selber als Protagonist da drin kriegt man das vielleicht noch gar nicht mit. Sollte ich es aber mitkriegen, sollte ich merken, oh, das entwickelt sich hier unschön, die Ausgangslage ist ganz anders als gedacht. Beispiel, ich komme als Reanimationsteam ins CT gerufen zu einer Reanimation. Ich erwarte dort einen Patienten 60 plus, Lungenembolie, Herzinfarkt, das ist so mein Mindset. Und jetzt liegt auf diesem CT-Tisch ein 5-jähriges Mädchen, knallblau, reanimationspflichtig und es sind 8 Leute irgendwie am Rödeln. Wie beherrsche ich so eine Situation? Da gehen ja jetzt auch bei mir sofort die Rollladen runter. Man unterliegt so dieser Gefahr, in so eine Impulshandlung, in so eine Kampf- oder Fluchtreaktion zu gehen. Das ist das, was evolutionsbiologisch so ein bisschen unser Grundmuster ist in so einem Moment. Das heißt, wir werden dann schnell kopflos. Eine Strategie ist tatsächlich, ein Timeout zu machen. Okay. Es widerstrebt uns, in kritischen Situationen eine Handlungspause durchzuführen, eine Unterbrechung der Maßnahmen. Genau, man möchte da weiterarbeiten. Und genau, weil wir natürlich, das ist noch ein Überbleibsel aus der Steinzeit, natürlich gerade kämpfen wollen. Ob dieser Kampf aber in die richtige Richtung geht, das weiß ich ja noch gar nicht. Wir haben ein ganz krasses Defizit Dynamik versus Information. Wir wissen nämlich eigentlich noch gar nichts. Wir machen aber erstmal irgendwas. Ja. Das kann vielleicht gar nicht zielführend sein. Also, Timeout, Handlungsunterbrechung. Das Timeout gilt übrigens für alle, bis auf den, der die Herzdruckmassage macht. Der muss nämlich weiterdrücken. Sieht man im Simulator immer sehr schön, ne? Wenn dann auch der die Herzdruckmassage macht, abbricht. Ne? Ist nicht gut. Also No-Flow ist wichtiger. Alle anderen pausieren. Und dann, wir nennen das Team Timeout. Okay. Und das Team steht für Timeout. Das E steht für Evaluation der Lage. Was haben wir für eine Situation? Wo stehen wir hier? Da kann ich auch A, B, C, D, E einfließen lassen. Das A im Team steht für Antizipation. Wo will ich jetzt hin? Was ist der nächste Zwischenschritt? Ich kann auch schon das Gesamtziel definieren, klar. Aber das ist bei einer Reanimation immer relativ klar. Wir möchten ROSC haben. Das lässt sich schnell definieren. Aber ich kann auch ein Zwischenziel definieren. Das heißt, Atemwegssicherung und Katecholamingabe. Das sind die beiden nächsten großen Steps, die ich jetzt haben möchte. Ja. Und das M, das steht für Mitteilung, Kommunikation. Wir müssen mit den Leuten reden, alle, die da sind. Und das müssen wir ruhig und strukturiert machen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe im Bereich Leadership, dass der ein Team führt, nicht alles selber macht, sondern dass er ruhig und strukturiert delegiert. Das kann er nur, wenn er auch ein bisschen Supervision betreibt. Das heißt, er muss einen Gesamtüberblick haben. Er muss wissen, was sind die nächsten Schritte und wohin wollen wir überhaupt gehen mit unserem ganzen Team.
Was nicht passieren darf, ist, dass der, der den Führungsanspruch hat, so viel Unruhe reinbringt, dass er sozusagen dieses Kampfverhalten noch weiter nährt oder unterstützt. Und noch mehr Leute machen irgendwas. Ja. Und jetzt sehen wir aber schon gleich das Problem. Wir haben ja irgendwie in der Medizin häufig so einen Negativselektionismus, ja, dass wir häufig charakterlich eher instabile Menschen in Führungspositionen haben. Ja. Ja. Die dann vielleicht auch aufgrund einer persönlichen Überforderung einfach eskalieren. Und dann kann man das Outcome auch würfeln. Also da geht es auch nicht mehr um Kompetenz. Mhm. Letztendlich in solchen Situationen geht es nur um Performance, nur um Leistung. Also nicht wichtig, wer die nächstbeste Idee hat, sondern es geht darum, das zu tun, was das nächstbeste Richtige ist. Und dass jemand, der die Idee hat, die auch äußert, ne, und nicht im Eck steht und sich denkt, ach, ich sag lieber nichts, weil sonst kriege ich eher nicht drüber, weil der... Genau, da geht es um so Kommunikationstools wie Speak Up. Oder ein Veto äußern oder tatsächlich auch Impulse geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und da sind wir jetzt aber unmittelbar beim Thema Team Resource Management. Ich nutze die Ressourcen meines Teams. Mhm. Vollumfänglich und das ist ein ganz wichtiger Begriff, auch wertschätzend. Habe ich keine Wertschätzung, werde ich solche kritischen Situationen auch im Team nicht beherrschen können. Daniel, das klingt schon mal super. Es ist viel Content, ich könnte stundenlang über sowas reden. Aber es ist auch super spannend und ich finde, immer wenn man so Begriffe hört, eben, da gibt es ja ganz viele Fachbegriffe in dieser Thematik, dann denkt man sich, ach, das ist wieder sowas, eben Soft Skill, ne? Reden über, wie man redet. Aber wenn man dann tatsächlich drüber spricht, merkt man ja, das sind Themen, die treffen uns jeden Tag. Die treffen unsere Patienten jeden Tag und das ist ja selten der ultra dramatische Notfall, sondern jede zweite Situation, wo man merkt, ah, das funktioniert jetzt und das funktioniert nicht. Und häufig ist es genau das Team, das da so wichtig ist. Bei komplexen Situationen, die einem zu entgleiten drohen, zusammenfassend gibt es das Akronym Team für Timeout. Also wir machen ganz kurz einen Break, wir evaluieren, schauen, was ist passiert, wir antizipieren oder was ist passiert. Wir schauen auch, was ist überhaupt los, was ist vielleicht das Problem. Genau, die Evaluation, also der kurz Situation. Einmal Lage erheben. Ja? Genau, viel besser. Gerne also, kombinieren mit ABCDE, das ist die beste Struktur, die wir aktuell haben. Also das heißt, wir sagen, okay, stopp. Wir sagen, okay, was ist jetzt gerade los? Was passiert gerade? Lageerhebung mit zum Beispiel ABC. Wir antizipieren, sagen, was sind unsere Ziele oder welche Probleme könnten wir haben und dann sprechen wir drüber und teilen das auch dem Team mit oder fordern auch vom Team da vielleicht ein und sagt, habe ich noch was vergessen und dann geht's jetzt los. Was jetzt hier sehr abstrakt und statisch klingt, ist in der Praxis sehr, sehr schnell durchführbar. Also man muss es halt einfach mal simulieren. Dafür gibt es Simulationen. Man geht in den Simulator, man spielt das mal durch. Das ist eine Illusion zu glauben, dass wir besser werden, nur weil wir schneller arbeiten. Mhm. Leider ist eher das Gegenteil der Fall. Wir werden schlechter, wenn wir die Dinge schneller machen müssen, als wir eigentlich können. Genau, dieses Hektische. Und der ganz entspannt was macht, der macht es halt. Genau, ich weiß, vom Bauch her widerstrebt es uns bei einer Kinderreanimation, ein Timeout zu machen. Aber wir werden durch solche Maßnahmen besser, nicht schlechter. Ein guter Spruch von den amerikanischen Notfallmedizinern, slow is smooth and smooth is fast, finde ich super zu dem Thema. Genau. Danke Daniel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass wir dich noch immer wieder bei uns bei Notfallmedizin sehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen an Daniel habt, an uns, schreibt es uns einfach, teilt das Video, liked uns und schaut auch auf der Website von Daniel vorbei. Ciao. Tschüss.